Hallo Freunde, willkommen zu einer neuen Episode von GTA Jobs. Heute ist der gute Tobi dabei. Hallo Tobi. Hallo Tobi. Hallo Tobi, wie geht's dir Tobi? Wie geht's dir Tobi? Immer schneidet er sich überall rein, die YouTube-Hure. Nee, behind. Man kann ja mal ganz kurz sagen, wir machen jetzt im 2-Tage-Rhythmus diese Jobfolgen, denn das GTA Online-Let's Play kommt ja auch im 2-Tage-Rhythmus. Richtig, Tobi? Genau. So, und in GTA Jobs, muss man ganz kurz erklären, geht die Mission, die Folge immer so lange, wie ein Job geht. Manchmal gibt es noch eine Verlängerung oder nochmal eine Revanche. Und wir spielen hier den Capture-Modus, Überfall, Küstenkampf und das ist alles ein bisschen hektischer. Ich tue meine Wette noch platzieren und los geht's. Oh. Boah. Tobi. Ja, wir spielen hier ausnahmsweise mal nur zu zweit. Auch ja. TS und so, das ist sehr ruhig. Ja, ich finde, die Jobs-Folgen sollten wir echt mal durchziehen, immer zu zweit. Ist eigentlich ganz cool. Ich habe ja schon länger gesagt, wir müssen mal ein LPT zu zweit machen, Tobi. Ja, das stimmt. So, das ist ja die beste Möglichkeit. Ich kenne die Map nicht, ist gut. Ne? Ja, ich auch nicht. Und ich konnte auch nicht vorlesen, was wir machen müssen. Scheißendreck. Heisenberg, ich steig mal hier ins Auto. Okay, du steigst ins Auto, ich fahre mit dem Moped vor. So, wie viel sind denn hier? 3 gegen 3. Okay, die erstmal so eine kleine Runde heute. Boah, gerade Minecraft gespielt, weißt du, und jetzt, ich habe gerade keine Ahnung, ich bin gerade voll mit drauf. Ja, die Grafik ist ja fast die gleiche. Ja. Ein Texture-Pack hier. Genau. Boah, wenn Minecraft mal so eine Grafik hätte, weißt du? Okay, dann wäre es zwar kein Minecraft mehr, aber wäre trotzdem vielleicht ganz cool. Ich bin echt ein Profi mit diesem Jeep. Ja, Motorradfahren ist auch super. Geil. Ich mache heute einen schönen Tag am Strand hier. Ich mach nicht mit. So, wir spielen in Capture-Mode. Ihr wisst, was das heißt. Wir müssen da wieder was einsammeln. Alter! Oh, oh, oh! Krass. Und in der letzten Folge von Jobs habe ich ja gesagt, von Steve Jobs habe ich ja gesagt, wir müssen eine Revanche machen wegen diesem Bus, wegen der Buskarte, wegen dieser Bus-Capture-Dings gedöns da. Das Problem ist einfach, ich konnte keine Revanche machen, weil das Team einfach nicht mehr wollte. So, ich habe den Sicherheitskoffer aufgesammelt, Tobi. Das ist schön. Und ich bin hier so alleine, ob das ein gutes Zeichen ist oder ob das eher so ein schlechtes Zeichen ist. Vielleicht nee, liegt da eigentlich noch ein Koffer? Nee, ne? Nee. Oh fuck, der hat unser... Jetzt kannst du den... Guck mal, kannst du den holen? Der hat auch unseren Sicherheitskoffer aufgesammelt. Ja, der muss ja hier zu seiner Base, ne? Ja, dann warte einfach mal da. Voll fies, egal. Kann ich aufhören mit der bösen Lache? warte. Weitermachen. Jetzt kannst du aufhören. Okay. Danke, jetzt. Papa, für die... Beginn der Aufnahme jetzt! Nein, ich fall ins Wasser, ich Depp! Scheiße, ich bin abgesoffen. Aber ich habe den Koffer noch. Keine Sorge, ich bin nicht tot. Ich bin direkt am Ufer. Boah, fängt heute wieder gut an hier. Kommt der Typ jetzt nicht? Weiß er nicht, was er machen soll? Vielleicht weiß er ja, dass du da bist. Okay, Tobi, hol dir die Sniper raus. Hol ihn dir. Ihr könnt das Video übrigens auch beim Tobi auf dem Kanal sehen aus seiner Sicht. Hä? Da hat jemand das Spiel verlassen? Alter, ich falle hier noch den Berg runter. Ich bin so deppert heute wieder hier. Tobi konzentriert sich anscheinend. Oh, Tobi hat ihn umgenietet. Sehr, sehr geil. Aber das war, glaube ich... Da ist noch ein ja. Ah, fuck, er hatte den Sicherheitskoffer. Er hatte den Sicherheitskoffer. Der Unholy Ninja 9. Fucking Fuckers. Und ich musste zu Fuß dahin laufen, ey, weil hier einfach kein Fahrzeug ist. Mann, ey. Und oh, naja, bin ich da. Okay, bist du bei uns an der Base gespawnt? Ja, sogar im Auto. Kurios. Ja, versuch mal, das schnell hinzubrettern. Weil wenn ich jetzt hier die Tasche wegbringe, müsste rein... Ah, sie haben einen Punkt. Sie haben einen Punkt. Pickerei. Warte mal, hier ist ein Gegner, oder? Oh, fuck. Fährt einer mit unserer Tasche weg. Was? Hol ich mir. Der ist auf dem Speedboot, Alter. Ach, der Drecksack hat schon wieder. Den snipe ich jetzt raus. Pass auf. Der ist schon weg, der ist schon weg. Da sind über alle Berge. Ja. Ich muss sagen, ich bin echt schlecht in diesem Spielmodus. Ja, muss er erst wieder reinkommen. Okay, hier ist ein Motorrad. Ja, wie wir geschossen. Bist du an der Base bei uns? Nee. Oh. Ich bin tot. Fuck. Da ist einer mit einer Panzerfaust bei uns in der Base. Bei uns in der Base ist einer mit einer Panzerfaust. Kannst du unsere Base verteidigen? Dann kann ich nämlich da hinfahren und den Koffer holen. I'll do my very best. Das wäre super, ja. Tobias. Spawn ich denn immer in diesem Fick-Auto, Mann? Lass mich doch mal raus hier. Fuck. Okay, jetzt musst du aufpassen. Jetzt versuchen die sich zu holen. Vielleicht können wir hier noch den Ausgleich machen. Ihr solltet doch wieder ins Auto steigen. So, und während ihr diese Folge gerade hier seht, also am Tag, an dem sie rauskam, ist der gute Gong und der Sarazar
vermutlich schon im Flugzeug zu den Bahamas und deswegen ist es so, dass der Tobi und ich jetzt jeden zweiten Tag, wenn GTA Online, also das Let's Play mit den beiden Jungs und dem Benny nicht kommt, die Jobs-Folgen für euch raus und beziehungsweise hier noch ein zusätzliches GTA Online Let's Play. Also ihr verzichtet bei uns praktisch, Alter, ihr verzichtet bei uns praktisch nie auf GTA Online. Boah, wollt ihr mich umfahren? Ah, beide genatzt, beide genatzt. Okay, jetzt muss ich schnell sein, ich muss schnell sein. Es wird spannend. 5 Minuten haben wir noch. Muss man absteigen, um sich die Tasche? Tatsächlich. Okay, ich bin drauf. Ah, fuck, da kommt einer, da kommt einer, da kommt einer. Tobi, kannst du mir... Pass auf die... Ah, fuck, ey. Ja, unter Beschuss, ich weiß noch nicht von wo. Okay, das ist gut. Also eigentlich nicht, aber dann ist der Gegner wieder in der Base. Kann ich hier abhauen. Boah, das ist gerade aber echt spannend. Also vielleicht kriegen wir echt noch den Ausgleich hin. Ah, fuck, Alter, der hat mich mit der Panzerfaust... Boah! Alter! Der stand vor mir und hat mich mit der Panzerfaust weggenatzt. Müssen die den anderen Koffer jetzt noch holen? Ja, ne? Ja. Willst du mal los? Versuchen, dir den Koffer zu holen und ich verteidige die Base? Ja, von uns. Machen. Okay, dann machen wir mal. Hier glaube ich, kein Auto mehr. Guck mal, ob der Motorrad hier oben... Da hinten ist ein Jetski, da hinten ist ein Jetski. Was bist du? Echt? Wo denn? Hinter dir, hinter dir. Ah, da. Habe ich Haftbomben? Ne, nun kann ich sie. Die werden wahrscheinlich eh jetzt in ihrer Basecamp und warten, bis wir kommen. Schätze ich mal. Kleine Profis. Hier sind die Experten, ja. Okay, Tobi, du packst das. Ich glaube an dich, Tobi. Nee, da, einer, fahr, gib Gas, da kommt einer mit dem, mit dem Raketenwerfer. Aber den hast du umfahren, den hast du umfahren, umfahren hast du den. Super, Alter. Boah, wenn wir das jetzt noch hier drehen würden, das wäre super geil. Megas. Mega geil, ja. So, ich sehe auf der Karte unten, der kommt immer näher. Der ist in der Nähe von mir. Aber ich sehe ihn noch nicht. Ah, auf mich wird schon geschossen, das ist ja brillant. Hier ist irgendwo einer, Leute. Hier ist irgendwo einer. Ich weiß aber nicht, wo. Das macht mir irgendwie Sorge. Oh, oh. Boah, Alter, wo war der denn? Der hat mich von hinten geholt. Scheiße, der hat die Tasche. Okay, schnell spawnen, komm. Raus da. Ich guck mal, ob ich die Tasche noch verteidigen kann. Er hat sie sich nicht geholt. Ah, fuck. Ah, Mann, der mit seinem Drecksgranatwerfer. Ich hab den auch mittlerweile. Ich müsste den nur mal kaufen. Das macht mir ein bisschen Sorgen hier. Warum? Der ist hier, aber holt sich die Tasche nicht. Vermutlich wartet der bis hier. War wie ärgerlich. Wir versuchen es nochmal. Ich pass dir auf. Bist du wahrscheinlich wieder in deinem Auto gespawnt, wa? Ja, natürlich. Was auch sonst. Okay, der Sicherheitskoffer wurde aufgesammelt. Von... Fast Growing Rice, ja, das wäre super. Wenn hier nicht überall Felsen liegen würden. Ah. Scheiße. Ja, den fallen lassen. Oh, von hinten, Alter, warum sieht man den denn nicht auf dem Radar? Ja, das habe ich mich bei dem einen vorhin auch gefragt. Vermutlich, wenn du nicht rennst, oder? Ich glaube, das geht wieder nach... So, er ist aber da vorne. Er ist da vorne. Wieso sind diese Capture-Dinger eigentlich einmal an den hässlichsten Ortschaften von den Maps her? Ja. So, er hat den Sicherheitskoffer eingesammelt. Ich muss ihn jetzt holen. Ich muss den Typen jetzt ausschalten. Alter! Du fahr halt zu! Ich muss den Typ ausschalten. Wenn ich den jetzt nicht ausschalte, hat er es gepackt. Oh, ich hab ihn erwischt! Ich hab ihn erwischt! Ich hab den Sicherheitskoffer zurückgebracht. Juhu! Okay. 1 Minute, 2 Minuten haben wir noch. Ihr müsst ihn dahin bringen. Oder zu uns bringen. Okay, Tobi hat den Sicherheitskoffer wieder aufgesammelt. Ja, aber ich glaube, ich bin gleich tot. Fuck. Ich lebe, ich lebe, ich lebe. Tobi, du schaffst es! Oh Gott, das ist spannend. Ey, wenn du das packst, dann... Tobi, hau rein! Tobi! Schieß dich auf mich! Tobi, hau rein! Alter, ist das spannend gerade. Irgendwo lang? Egal, fahr einfach, fahr einfach. Du hast noch 1 Minute 30. Ja, das gibt's nicht. Dreh die scheiß Karre um. Aber zum Glück habe ich hier gerade einen Geländewagen. Oh. Also in der Base ist alles still und ruhig. Noch? Oh, da kommt was, da kommt was. Oh. Hat er versucht, mich umzufahren? Hat er versucht, mich umzufahren? Hat dann doch nicht funktioniert. Okay, bei uns in der Base war gerade ein Gegner, aber ist tot. Hinter mir ist auch gerade einer. Hau rein, hau rein, hau rein. Ich heb dir Deckung. Komm einfach hier lang gefahren. Ich baller den weg.
Packst es. Okay, da ist der Tobi. Super geiler Stunt. Hallo. Boah, 55 Sekunden, ey, wenn du den Ausgleich jetzt schaffst. Hammer. Der Mann mit dem Koffer ist da. Die Frau. Yes, geil! Boah, krass. Super Aktion. 2-2. Jetzt bin ich mal gespannt, ist unentschieden. Geht es jetzt länger in die Verlängerung oder ist jetzt hier. Bleibt beim Ausgleich. Wir müssen jetzt aufpassen, dass die bei uns nicht wieder hier hingeflattert kommen. Am besten Base verteidigen erstmal. So, die Musik ertönt schon. Uiuiuiui. Ich verpiese mich mal hinter den Stein hier. Aber pass auf, da läuft immer irgendwo ein Sniper rum. Der holt dich dann von hinten. Der Sniper, das ist nibbeli nibbeli. Herr Schnipper. Boah. Boah, jetzt müsste einer kommen, der wäre so weg. Okay, 10 Sekunden noch, Leute. 10 Sekunden. Es kommt keiner mehr. Die warten wahrscheinlich auch in ihre Base. Es sind sogar 3 in der. Wir sind allein in unserem Team. Krass, dass wir es dann trotzdem noch geschafft haben. Hammer, Hammer Aktion. Yes! Jetzt bin ich mal gespannt. Unentschieden. Warum sind wir die Gewinner? Wahrscheinlich, weil wir mehr Kills. Boah, 5000? Geil. Und ordentlich Erfahrungspunkt. Ich bin fast Level 37. Hammer. Gewinner. Team 1 hat gewonnen. Warum? Haben wir mehr Kills gehabt oder was? Das können wir jetzt sehen. Scheißegal, wir haben gewonnen. Wer hätte auch was anderes erwartet, oder? Ja, also jetzt, ne? Bitch, please. Ich bin dafür, wir gehen den Jungs nochmal in dieser Folge in Revanche, oder? War so spannend. Wenn sie Bock haben, ja. In der nächsten Folge machen wir dann nochmal einen Überlebenskampf. Habe ich auch nochmal Bock drauf. Am Strand oder sowas. So, Wiederholung. Mal gucken, was die Jungs sagen. Was wollen die denn hier? Deathmatch. Ja. Aber ja. 2-2. Oh. Freier Modus. Okay, dann gehen wir auch mal zum Deathmatch. Komm. Ja, machen wir das Deathmatch hier noch. Komm. Devi. Müssen wir 30 Sekunden warten, weil einer noch nicht abgestimmt hat. Da kann man ja sehen. Der Unholy Ninja hat noch nicht abgestimmt. Level 126 ist der. Krass. Was ist denn der Tobi? 61. Hast du weitergezockt? Nee, das ist alles. Wir haben ja viele Jobs gemacht bei den letzten Folgen, dann, die ihr dann noch sehen werdet. Stimmt. Stimmt, ja. Hab ich ja nicht schlecht gespielt, muss ich sagen. Ja, das ist im Bereich des Möglichen. So. Auf jeden Fall, Jobs bringen auf jeden Fall ordentlich Erfahrungspunkte und eben auch gut Geld. Sprit für Menschen und Auto. Wenn du glaubst, Sandy Shores könnte gar nicht mehr was finsterer werden, versuch mal dieses Deathmatch. Würde ich ja gerne machen, wenn ich weiterlesen dürfte. Blödes Spiel. Nein, GTA ist nicht blöd. Müssen wir übrigens auch mal machen. Ein bisschen blöd. Den Deathmatch und Renneditor benutzen. Habe ich schon mal. Ich hab's auch in dem Video, wo ihr gegolft habt. Oh, was? Achso, wo wir gegolft haben. Jo, klar. Ja, da hatte ich das mal ausprobiert gehabt, so ein bisschen. Ist ganz cool eigentlich. Ja. Versuch mal dieses Deathmatch zwischen dem Schnapsladen Ace Liquor und der Tankstelle. Zum Glück kocht hier nicht auch noch Trevor und der Chefkoch. Okay, 10 Minuten ist eigentlich ganz gut. Machen wir 20 Kills. Dann haben wir einen guten Abschluss. Alle gegen alle Norm haben wir zum Abschluss hier. Nur Feste, da kann man mal gucken, was es hier für Waffen gibt. Ah, gibt es Pistolen, okay. Okay. Beginn des Deathmatches jetzt. Pock. Ah ja, bisschen fehlt der Sarazoner Gronk auch ein bisschen, oder? Ja, irgendwie fehlt das schon, muss man schon sagen. Ja, dieses, ne? Ist auch nicht. So, schwere Panzerung ist gekauft, aber die Jobsfolgen sind ja schon immer ohne die beiden. Ja, das stimmt. Und jetzt ist noch der Tobi am Start, der Töbchen. Hast du auf dich gewettet? Nee, mach ich nie. Wir nicht, kein Selbstbewusstsein hat der Tobi. Nee? Hast du mich auch selbst? Ja? Ja. Oh, das ist echt krass. Okay. 3, 2, 1. Der Job beginnt! Und zwar jetzt. So. Wird geladen. Da lädt das Ding doch. Okay. Deathmatch. Sprit für Mensch und Auto. Die Heideltraut ist wieder bereit. Leider ohne Haftbomben heute unterwegs. Der Tobi ist nun mein Feind. Ja? Von nun an. Hi. Boah. Alter, ich dachte, du hättest mich. Boah, meine Energie, ne? Ist mich beinahe weggenatzt. Echt? Bist du fast tot? Warte, ich mal. I come again. Oh, ja. Erstmal eine gescheite Waffe suchen. Boah. Was nehm ich denn? Der River Soccer stand da auf dem Balkon. Ah, ich hab die Führung abgegeben. Der River Soccer 2. Kilch.
Ich höre schon wieder Schüsse. Oh, ich Geld. Nein, nein, nein. Oh. Ich hab mich nur auf die scheiß Dings konzentriert, die auf dem Boden lag hier irgendwo. Wie heißt's nochmal? Schutzweste. Genau. Das ist doch hier das Meth-Labor, ne? Ja, vom Chefkoch und Trevor. Heisenberg. Boah! Okay, ich hatte auch krasse Energie. Also die war wirklich schon am bitteren Ende. Krasse Energie, ey! Der Tobi führt uns hier, wir machen gerade ein richtig spannendes Duell. Ah, geil, wie die Wohnwagen ja auch noch rumfahren im Hintergrund. Die anderen Spieler sind gerade nur so nebenbei hier am Start. Das richtige Duell findet zwischen mir und Tobi statt, bei diesem Job. Ach, so ist das also. Ja. Ach, so ist das. Ah. Ein kleiner Dreck. Du kleiner Mini-Winnie. Oh. Hast du das Deckungssystem von diesem Spiel? Ja. Aber der Tobi hat 4 Kills, ich habe 5. Es wird spannend, Leute. Es wird richtig spannend jetzt noch zum Schluss hier. Schluss? Ja, zum Schluss dieser Jobfolge, ne? Achso. Zum Schluss dieser Jobfolge. Okay. Tobi Nate hat Maulwurf erledigt. Ah, hier ist dieser Kühlschrank, wo der Dings sich versteckt. Wer versteckt sich da nochmal? Ach, der Chinese war das. Ah. Wie er nichts drauf hat, ey. Wie er nichts drauf hat. Guck mal, eine Snipe jetzt einfach raus. Hast du verloren. Niemals. No-Scope, Quickscope dich. 360. No-Scope. Immer diese Pros, ey, die so reden. Ich glaube, du wirst verfolgt, aber nicht von mir. Verfolgt. Boah! Alter, da hast du mich gehabt. Ja, da hab ich die gehabt. Das Aua! Ich hab keine. Oh, da liegt eine Weste. Oh. Ja, weißt du, ich bin kurz vor der Weste im Bett. Ja, Tobi, lass die Akkus raus. Maulwurf. Ja, König, cool, immer wenn ich kurz vor der scheiß Weste bin, bin ich tot. Oh, der Maulwurf hätte mich beinahe gehabt. Krass, so Scheiß. Oh, oh. Alter, du bist so ein Abstauber. Unfassbar. Das war aber echt Glück. Ich dachte, du holst mich. Ich dachte, ja, du würdest... Ich eigentlich auch. Ja, du hättest mich auf jeden Fall gehabt, Alter. Hey, wieso ist denn... Wieso geht mein Deckungssystem... Mein Zielsystem gerade nicht? Ja, hatte ich auch schon. Hatte ich auch schon letztens. Ey, was ist das für ein Fick, Alter? Ich will ja nicht schon wieder über Rockstar maulen, aber so ein bisschen verkackt haben sie es schon. Hallo. Oh! Jetzt habe ich nur ein Loch im Arsch. Was? Okay, weiter. Den kennen wir doch, die geile Braut. Die Braut kennen wir doch. Oh, oh, ich bin sowas von gefickt, Leute. Ich bin sowas von gefickt. Der Tobi holt mich jetzt. Oh, nein! Ich wollte bei diesem Container in Deckung gehen. Ich kam nicht dahinter, scheiße. Okay, Tobi, das gibt Rache. Sicher? Alter, was ist denn jetzt mit dir los? Oh, es steht 11-11, krass. Oh, der Maulwurf ist noch mit uns am Start. Ey, beim Maulwurf kann ich einfach kein Auto-Aim machen. Geht aber nicht. Nein, keine Bra... Was? Oh, gleichzeitig. Ey, du führst, krass. Ich führe. Okay, Tobi, jetzt ist Zeit for revenge. Nein, ich hab da hinten geguckt. Boah, Gott sei Dank. Boah, ist das spannend gerade. Ja, ist super spannend. Man merkt auch direkt, es ist ein bisschen ruhiger, ja? Man konzentriert sich. Auf dem Dach steht er, die kleine Pussy, ernsthaft? Ah! Hey, Tobi hat 15 Punkte, ich 12, krass. Irgendwie ist es heute, die Folge ist echt die Folge der Wendungen. Das stimmt. Und die Comebacker. Geil, geil. Also der Maulwurf tut mir zwar leid, aber der ist für mich einfach nur so
um Punkte auszugleichen. Schießpulver, ne? Ja. Okay. Ah, yes! Ich wusste, dass du da hinten yes! Ey, das gibt's nicht. Bitch! Yo! Das auf dem PC wäre, ne? Ich hätte schon gewonnen. Ja. So, jetzt wird's richtig spannend. 14 zu 15. Der Tobi hat 15. Doch, da. Alter, ich hab einen Zaun gehört, ohne Scheiß. Boah. 16 hat der Tobi jetzt. Boah, das ist ganz spannend. Oh. Mir geht ja echt die Pumpe gerade. Ja, ich kann ja nicht durchlaufen, bist du mich verarschen. Ich höre Schritte, ohne Scheiß, ich sehe aber niemanden. Boah. Okay. Tobi hat einen Maulwurf ausgeschaltet wieder. Ja! Nein! Alter, meine Waffe ist einfach zu gay, ey. Scheiße! Hätte ich die MP gehabt, ich hätte dich genatzt. Ohne Kack. Okay. Weiter, weiter. Krass, ey. Krass. Was du für eine Comeback-Geschichte hast. Ohne Scheiß. Mach mir diese scheiß Lichter nochmal aus. Ah. Shit. So! Das Kacklicht. Ah. Ich hab dein Licht ausgeschaltet. Nö, kreativ und so, ja. Von die billigen Bruce Willis Sprüche. Stieb langsam. Die besten Sprüche habe ich hier liegen. Habe ich natürlich hier nicht liegen. Oh, warte mal, da ist der Tobi, da ist der Tobi. Da ist der Tobi, Freunde. Ja, er guckt schon in unsere Richtung. Aber ich glaube, er holt uns. Hi. Boah. Alter, woher wusstest du das? Ich hab gewonnen! In der 2 Minuten. Hä? Achso, 20 ja, Kills. Gewonnen. Krass. Juhu. Hammer. Ziel erfüllt, erledige 2 Gegner innerhalb von 10 Sekunden. 12 Jobpoints nur. Aber Knete! Money, funny, ja, yeah, easy. Ja, Leute, der Tobi hat gewonnen. Hammer Comeback in dieser Folge. Übermorgen gibt's die nächste Jobfolge. Morgen gibt's die übliche nächste GTA Online-Folge. Wir wünschen euch natürlich einen schönen Abend. Bis dann und haut rein, ne? Easy, haut rein, easy, ja, geil. Ja, ey, Bro, ihr fetzt diese Runde, ihr krasser Mann, Scheiß. Ey, Bitch, ey, yo, Bitch. Haut rein dann so, ne? Yo, tschüss. Ja, ja.